Spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Aus Johannes 12, der 32. Vers. Wir hatten Himmelfahrt am Donnerstag. Dazu passend dieser Vers heute aus Johannes 12. Wenn ich erhöht werde von der Erde, wenn ich zurückgehe zu meinem Vater, ja, so will ich alle zu mir ziehen. Und er will uns seinen Heiligen Geist schenken. Geist des Trostes und der Kraft und der Besonnenheit. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir wollen wieder so wie am letzten Sonntag miteinander den Lobpreis hier vor der Kirche gestalten, dass wir miteinander singen, Jesus preisen, ihn loben und dann hineingehen in die Kirche, dass jeder seinen Platz findet. Die Plätze sind wieder durch eine Karte mit einem Kreuz auch gezeichnet. Wenn ihr den Eindruck habt, es sitzt jemand zu nah auf euch, dann könnt ihr auch gern woanders in der Kirche einen Platz suchen. Ich denke, dass es mit der Abstandsregelung bei der großen Kirche auch passt. Die Liedblätter habt ihr bekommen und wir wollen jetzt das erste Lied miteinander singen: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Und damit den Lobpreis beginnen. Oh,
fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Psalm, der mich
schon viele, viele Jahre begleitet, weil es auch der Lieblingspsalm meines Großvaters war, ist der Psalm 37 und den wollen wir jetzt miteinander sprechen. Ich bitte euch, dass wir dazu aufstehen und ich denke, das können wir auch so machen, dass wir es auch jetzt sprechen gemeinsam, dass wieder, wie wir es letzten Sonntag auch gemacht haben, dass die Jungs und die Männer mit mir die Eins beten und dass dann die Mädchen und die Frauen die zwei beten. Wir beginnen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Seiner Hütte zur bösen Zeit. Er wirkt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Gnädig und erhöre mich. Mein Herz fällt dir vor deinem Wort. Ich soll dein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und du nimmst mich von mir ab, Gott mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube auch noch, dass ich sehen werde, wie Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Und habe es ja. Deinem Heiligen Geist. Amen. Lassen Sie mich einfach ein paar Worte sagen. Ich bin angerührt von dem, was der Michael gesagt hat. Mir geht es ähnlich. Und ich habe mich aber auch gefreut, dass er die Freiheit hat, das so zu sagen. Denn wenn die Krise was Gutes bewirkt, dann auch, dass wir näher zueinander rücken und einer dem anderen auch sagen, was sie beschäftigt. Ich danke, ich fand es gut. Und jetzt komme ich zu dem, was mir eigentlich aufgetragen ist. Und zwar die Schriftlesung für den heutigen Tag. Nächsten Sonntag ist ja Pfingsten. Und im Grunde genommen weist uns dieser Text auch schon jetzt auf Pfingsten hin. Johannes 16, Vers 5 bis 15. Das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin?
Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Über vieles können wir darüber nachdenken. Und ich finde es immer schön, wie er auch sagt, ihr könnt es im Moment noch gar nicht richtig verstehen. Geht mir ja oft auch so. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Die war ihm so real, wie wenn jemand direkt neben ihm stehen würde.
Diese Stimme ist der Heilige Geist, der etwas gesagt hat zu ihm. In dem Fall war es: Verlass deinen Vater, deine Mutter und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. So wirkt der Heilige Geist. Er hat diese Worte den Menschen gegeben und auch immer wieder in den Krisensituationen zu den Menschen geredet. Eine dieser Krisen war kurz nachdem Mose das Volk durch das Rote Meer hindurch geleitet hat und sie dort in der Wüste waren. Dort in der Wüste waren sie in einer schlimmsten Krise, die sie überhaupt kannten. Sie hatten noch keine Krasse erlebt. Sie wurden herausgeführt und jetzt haben sie gedacht, jetzt kommen sie bald ins gelobte Land, aber das war nicht so. Sie waren in der Wüste. Und sie haben gesagt, wir möchten eigentlich wieder zurück. Weil damals war es besser. Sie waren in einer Krise, die sie an den Rand gebracht hat. Krasser noch als unsere Krise auf jeden Fall, weil sie hatten nichts mehr zu trinken, sie hatten nichts mehr zu essen. Und sie wussten nicht, ob sie alle in dieser Wüste einfach sterben können. Und sie haben gemurrt gegen Mose, den Anführer, und gegen die anderen, und haben gesagt, lass uns wieder zurückkommen. Wir möchten wieder zurück. Lieber dort in Gefangenschaft leben, als hier in der Wüste. Und in diese Krise hinein hat Gott durch seinen Heiligen Geist geredet. Er hat die 10 Gebote gegeben, er hat die andere Weisungen gegeben, die dem Volk Kraft gegeben hat. Diese Weisungen haben dem Volk Kraft gegeben, dass sie durch diese Krise hindurchgekommen sind. Jetzt könnte man sagen, haben sie auf diese Worte gehört? Man muss ehrlicherweise sagen, nicht alle und nicht immer. Ja, es war ja sogar so, Mose war lange weg und weil er sehr lange weg war, haben die Leute sofort angefangen, sich andere Götter zu suchen. Dann kam die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Es war kein Vertrauen da in Gott, der sie herausgeführt hat. Und immer wieder hat das Volk auf das Wort Gottes eben gerade nicht gehört. Aber doch. Weitere Geschichte des Volkes Israel war so. Sie kamen ja dann nach Israel. Sie kamen in das gelobte Land, aber sie haben nicht Gott geehrt und sie haben eben nicht ihm die Ehre gegeben und ihr Wort, sondern sie haben immer wieder auch selber an sich geglaubt oder an Götter, die das andere Volk oder die anderen Völker um sie herum hatten. Der Text, der uns heute gegeben ist für diesen Sonntag, ist auch ein Text, der in eine Krisenzeit hineingeredet wurde. Zweite große Krisenzeit des Volkes Israel. Die erste war damals in der Wüste gewesen. Die zweite große Krisenzeit war die, als sie weggeführt wurden nach Babylon und dort saßen. Und auch dort ist es jetzt so, dass Gott wieder redet durch seinen Heiligen Geist. Ich finde das ein durchgehendes Motiv durch die ganze Bibel und auch durch die ganze Geschichte. In Krisensituationen redet der Heilige Geist, redet Gott zu. Und das ist das, was ich auch angesichts dieser Krise eigentlich gerade erwarte und auf den Geist höre. Was sagt er uns denn jetzt? Er hat es immer wieder gemacht, durch die ganze Geschichte hindurch, dass er durch die Krise geredet hat. Bei der zweiten großen Krise in Israel war es eben so, dass sie dort in Babylon saßen und sie nicht mehr wussten, wie wird es weitergehen. Alles war zerstört. Der Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört und viele waren weggeführt worden. Und dort hinein in diese zweite große Krise Israels redet jetzt der Heilige Geist. Und das ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob sie gleich ihr Herr waren, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn,
sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Ich habe euch hier mitgebracht, diesen Text. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern und Müttern schloss. Damals war die erste Krise gewesen. Da hat Gott einen Bund geschlossen mit Israel, aber sie haben diesen Bund nicht halten können. Und man fragt sich, warum haben sie diesen Bund nicht halten können? Und die Antwort, die ich diesem Text entnehme, ist: Es war ein Gesetz, das ihnen noch nicht ins Herz geschrieben war. Es war ein Gesetz, das auf Papyrus geschrieben war, ganz am Anfang ein Gesetz, das eben auf steinernen Tafeln stand, aber das Gesetz war nicht hier im Herzen. Übertragen gesagt, der Heilige Geist hat es ihnen noch nicht ins Herz gegeben, Gott zu lieben, ihn zu verehren und seine Gebote zu halten. Sie kannten zwar das Gesetz Gottes, sie kannten das alles. Sie wussten, ja, so ist es, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Aber es war ihnen noch nicht ins Herz geschrieben. Sie hatten es eben fern irgendwo hier, aber eben noch nicht hier im Herzen. Und deshalb haben sie es immer wieder weggelegt, weil ihr Verstand ihnen was anderes gesagt haben und sie dieses Gesetz dann gebrochen haben. Und jetzt sagt Gott, ich möchte es dieses Mal besser machen und anders machen. Beim neuen Bund soll es so sein, dass ich dieses Gesetz ihnen ins Herz gebe, dass ich es ihnen direkt dort hineinschreibe. Im Englischen gibt es so einen schönen Begriff, dass man etwas by heart lernt. Das ist das Englische für auswendig. Wenn man etwas auswendig kann, dann kenne ich es by heart, dann kenne ich es mit meinem Herzen. Und genau das ist das, was hier gemeint ist. Ich lerne es nicht auswendig, dass ich es einfach hier oben im Kopf habe, sondern ich lerne es, dass ich es im Herzen habe und dass ich es dann auch tatsächlich verinnerlicht habe. Dieser Text verheißt den sogenannten zweiten Bund, den neuen Bund. Der Bund, der eine ganz neue Dimension hat. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ich sage euch, ich glaube, dass das am Pfingsten geschehen ist. Wir haben jetzt dann am kommenden Sonntag das Pfingstfest. Ich glaube, dass das damals geschehen ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde über den Menschen, über den Jüngern. Jesus hat zu ihnen geredet, schon zu seinen Lebzeiten, aber er ist ja dann zurück in den Himmel. Und er hat gesagt, das was Wolfram vorgelesen hat, ich möchte euch einen Geist schenken, den Geist der Wahrheit. Das ist dieser Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Das heißt, nicht wird der eine zum anderen sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Der Heilige Geist kommt auf unsere Kinder, die Kleinen. Der Heilige Geist kommt auf uns als Erwachsene, als Eltern, als Großeltern, groß. Der Heilige Geist kommt und erfüllt uns und schenkt uns die Erkenntnis über Gott, über die ganze Welt. Und jetzt in dieser Krisenzeit würde ich auch sagen, er schenkt uns auch die Erkenntnis über das, was jetzt gerade eben durch diese Krise uns auferlegt wird. Der Heilige Geist ist am Pfingsten ausgegossen worden und er wirkt seitdem, hunderte von Jahren, tausende von Jahren, in unseren Schwestern und Brüdern und jetzt in uns. Wir hatten vor einigen Tagen eine sehr wichtige und interessante Sitzung im Gemeindehaus. Ja, ich sage es hier in aller Offenheit, wir haben uns im Gemeindehaus versammelt. Wir haben dort Kirchengemeinderat gehabt, aber natürlich mit Abstand. Jeder hatte seinen Tisch. Ich saß auch natürlich etwas ganz vorne und alle eben am Tisch, an jeder am seinen. Und die Fragestellung war,
Geist uns leiten? Wie kann unsere Gemeinde geistlich geleitet werden? Der Heilige Geist leitet uns, indem er uns die Worte Gottes, die Worte Jesu ins Herz schenkt, dass sie nicht nur hier sind, sondern hier. Dass wir das Wort Gottes lieben. Dass wir das Wort Gottes, das in uns ist, weitergeben. So leiten wir die Gemeinde. Das ist geistliche Gemeindeleitung, auf Gott zu hören, auf seinen Heiligen Geist und dann seine Worte weiterzugeben und auf die Weise die Gemeinde zu leiten, das Evangelium zu verkündigen allen Menschen. Auch das ist sehr angekündigt. Es geht um alle. Alle sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Das ist der Wille Gottes, dass jeder erkennt, dass er der Herr der Welt ist. Und das geschieht eben durch den Heiligen Geist, der in uns den Glauben weckt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, sondern ein Bund, der jetzt ganz neu ist. Ich schließe ihn nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn schreiben. Nun gibt es natürlich nicht nur die Krisen, die uns auferlegt sind durch die Geschichte, sondern es gibt auch unsere persönlichen Krisen. Die Krisen, die uns auch an den Rand bringen. Sei es, wenn ein lieber Mensch gestorben ist, den wir sehr, sehr lieb gehabt haben. Sei es, wenn wir eine schlimme Diagnose bekommen, Krebs, wie gehen wir damit um? Sei es, wenn eine Ehe zerbricht, wenn wir es nicht mehr aufhalten können, es geht einfach auseinander. Wir müssen erkennen, es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das sind Krisen. Das sind Krisen, in denen wir nicht mehr entscheiden können, sondern wir fühlen uns eigentlich nur noch irgendwie wie auf einer Bahn. Es geht immer weiter runter, runter, runter und wir können nicht mehr bremsen. Die Frage ist, was kann in diesem Moment tatsächlich uns Halt geben? Und was kann tatsächlich auch diese Fahrt nach unten bremsen? Und ich denke, das ist allein der Heilige Geist. Das ist allein der Geist Gottes. Das ist der Geist des Trostes, das ist der Geist der Wahrheit, das ist der Geist, der im 2. Timotheusbrief nicht der Geist der Furcht genannt wird, sondern der Geist der Kraft und der Geist der Liebe und der Geist der Weisheit, der Besonnenheit. Dass wir gerade in diesen Krisenzeiten diesen Heiligen Geist in uns aufnehmen können, und der Geist der Furcht vertrieben wird und der Geist der Kraft Gottes, der Geist der Liebe Gottes und der Geist der Weisheit Gottes in uns kommt und wir überhaupt wieder leben können, wir überhaupt wieder aufatmen können, wir wieder neue Kraft bekommen, neue Weisheit bekommen. Weil die Krise ist nicht logisch. Kein Mensch kann das erklären, warum jetzt dieses Virus gekommen ist. Kein Mensch kann erklären, warum ein Mensch uns genommen wird und wir jetzt alleine weiterleben müssen. Kein Mensch kann erklären, warum dieses Schicksal über unser Leben hereingebrochen ist, sei es eine Krankheit oder was auch immer. Kein Mensch kann das. Wir fragen zwar immer wieder nach dem Warum, weil wir eben logisch an die Sache herangehen wollen. Aber es gibt da keine Antwort. Die Antwort kann uns allein der Heilige Geist geben, dieser Geist, der uns leitet und lenkt und uns in dieser Krise das braucht, was uns wieder Leben lässt. Kraft für jeden Tag, Liebe und auch Weisheit. Ich habe einmal gesagt in einem Zusammenhang, dass man, wenn jemand gestorben ist, doch nicht immer sagen soll, ich wünsche dir viel Kraft. Ich muss im Nachhinein sagen, das war von mir blöd.
Ich hätte das nicht sagen dürfen. Mir kam es irgendwie so lapidar vor, dieser Satz, ich wünsche dir viel Kraft, aber in dem Zusammenhang, dass ich jetzt verstehe, woher diese Kraft kommt, kann ich sagen, es ist ein guter Satz. Der Heilige Geist schenkt diese Kraft. Wenn ich dann sage, ich wünsche dir die Kraft des Heiligen Geistes, dass er dir die Kraft schenkt, in dieser Situation neuen Mut zu fassen, dann ist es das, was gut ist. Wenn ich den Heiligen Geist mit hineinnehme und sage, die Liebe, das ist nicht unsere menschliche Liebe, sondern die Liebe Gottes, sie schenkt dir jetzt eine neue Möglichkeit, die du nicht kanntest, dann ist dadurch alles gewonnen. Und wenn wir jetzt vielleicht auch nicht wissen, woher dieses Virus kommt oder was alles auch weiter wird, wo wir null Weisheit, null Durchblick haben, lass uns uns ausstrecken hin zum Heiligen Geist, der uns Weisheit schenkt. Und diese Weisheit wird uns leiten, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der göttlichen Kraft, des Heiligen Geistes, einen Geist der Liebe und einen Geist der Weisheit. Amen. Gut, darf ich dich bitten, nochmal dieses wunderschöne Lied zu singen. Wir strecken uns aus nach dem Heiligen Geist. Ja, nein. Lasst uns beten, ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Heiliger Geist,
Weisheit schenkst. Wir wollen einen Moment der Fürbitte halten, wo wir ganz besonders an die Menschen denken, die durch großes Leid hindurch müssen. Wir denken an die, die durch die Corona-Krise schwer getroffen sind, sei es, weil sie einen lieben Angehörigen verloren haben oder weil sie einfach nicht mehr können, körperlich und seelisch. Wir wollen dann aber auch an uns selbst denken und für uns beten, dass dieser Geist uns stärkt, uns Liebe schenkt und Weisheit. Lasst uns einen Moment der Stille noch einmal halten. Komm, Heiliger Geist, und fülle du uns mit all deinen Gaben und segne du uns. Wir wollen gemeinsam das Gebet sprechen, das du, Jesus, uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Himmlischer Vater, und wir denken an Heinz Kehkreis aus der Bergstraße, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Die Beerdigung wird am kommenden Freitag um 13 Uhr auf unserem Friedhof sein. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist des Trostes für alle Angehörigen. Und wir gedenken an unser weiteres Gemeindeglied Hedwig Seger aus der Breite 59. Sie starb im Alter von 83 Jahren. Die Beerdigung war am vergangenen Freitag hier auf unserem Friedhof. Und wir gedenken an Gretel Bauer, geborener Klump aus der Hofstraße 1. Sie starb im Alter von 82 Jahren. Die Beerdigung wird am 3. Juni um 13 Uhr auf unserem Friedhof sein. Und wir denken auch an Erhard Schaal aus der Eisbahnstraße 1. Er starb im Alter von 86 Jahren. Die Beerdigung wird am Dienstag, am 2. Juni in Nagold sein. Herr Jesus, du sagst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er oder sie stirbt. Herr, und wir gedenken auch an etwas Schönes. Wir denken daran, dass du Nico geschaffen hast und ihn seinen Eltern geschenkt hast, seinem Bruder Alexander. Wir wollen ihn am kommenden Sonntag hier in unserer Kirche taufen. Und wir bitten dich, dass du die Eltern und die Paten segnest. Du sagst, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.
zu nehmen. Am vergangenen Sonntag haben wir hier im Gottesdienst auch miteinander gefeiert. Das Opfer haben wir für die Lieben seiner Mission erbeten. Es gab 304 Euro. Ganz herzlichen Dank dafür. Und dann war am Himmelfahrtstag Gottesdienst in Oberjettingen im Freien. Dort war das Opfer jeweils zur Hälfte für die beiden Kirchengemeinden, also Ober- und Unterjettingen, bestimmt. Es ergab 346,50 €. Ganz herzlichen Dank dafür. Das heutige Opfer, das Sie am Ausgang in die Büchsen einwerfen können, also wenn wir jetzt dann gleich wieder rausgehen, um draußen zu singen, könnt ihr das machen, könnt ihr das machen. Das wollen wir für die technische Ausstattung unserer Kirche geben. Wir benötigen eine Übertragungsmöglichkeit, dass wir eben die Gottesdienste, die wir jetzt hier aufnehmen, auch dann direkt ins Internet stellen können. Und wir arbeiten dort an der Lösung, dass diese Gottesdienste eben dann auch gleich um 10 Uhr morgens abrufbar sind, dass eben die, die nicht in die Kirche kommen können, dass die dann zu Hause den Gottesdienst dann anschauen können, sei es am PC oder auch am Smart-Fernseher. Und diese technische Ausstattung, die ist relativ kostspielig einfach, und wir erbitten das Opfer dafür, dass wir unsere Michaelskirche so ausstatten können. Ja. Am kommenden Sonntag feiern wir Pfingsten. Um 10 Uhr ist wieder Gottesdienst, gemeinsam mit mir. Und im Anschluss, ich habe es gerade schon bei den Fürbitten genannt, werden wir einen Taufgottesdienst feiern, also nicht im Gottesdienst, sondern im Anschluss an den Pfingstsonntag-Gottesdienst werden wir hier eine Taufe feiern, und zwar den Nico Binder werden wir dort taufen. Ich habe es gerade ja schon genannt. Jetzt wollen wir dann wieder ins Freie gehen. Es hat auch nicht geregnet, es ist sehr schön, wird auch nicht regnen, die Sonne scheint. Und wir werden dort dann miteinander zwei Segenslieder singen, und ich werde es dann draußen dann auch den Segen sprechen. Shalom, Shalom, der Herr segne uns, das wollen wir jetzt als erstes Segenslied miteinander singen, alle vier Strophen. Thank you.
Und der Herr segne dich und behüte dich, und Freude leuchtet über deinen Weg. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, wir bitten dich um deinen Segen für alle, die hier in unserem Ort in Unterjettingen, in Sindlingen, auf den Höfen, im Öfle, im Immental wohnen und leben, groß und klein. Wir bitten dich, dass du deinen Segen über unseren Ort schenkst. Natürlich auch über Oberjettingen, die Höhenhöfe und alles. Herr, wir sind eine Gemeinde und wir gehören zu dir und du schenkst uns deinen Segen. Wir strecken uns danach aus. Der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.
könnt den Gottesdienst heute Abend, denke ich, dann auch wieder auf unserer Homepage anschauen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch natürlich mit euren Kindern den Kindergottesdienst anschauen. Der ist jetzt schon aktuell auf unserer Homepage fg-unterjetzingen.de. Und wenn ihr schon einen Blick drauf werfen wollt, was eben dort gebastelt wird, das hängt an unserem Tauchbaum. Teilt auf Facebook, wie auch immer, lade dazu ein, dass auch dieser Kindergottesdienst geklickt wird und angeschaut wird. Machen sich viele Leute echt viel Mühe, dass es so schön wird. Ich bin